Achtung, Achtung an alle Detektiv-Conan-Fans. Dieser Film feiert in Deutschland seine Premiere. Seid dabei, worum es genau geht, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß. Komm mal Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um etwas ganz Besonderes. Wie bereits im Intro angesprochen, geht es nämlich mal wieder um eine Detektiv-Conan-Filmpremiere in Deutschland. Das Ganze lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten, denn am 25., also am kommenden Freitag um 20.15 Uhr ist es soweit, nämlich auf ProSieben Max. Dann wird der Film Love Story im Polizeihauptquartier am Abend vor der Hochzeit zum ersten Mal mit deutscher Synchronisation in Deutschland ausgestrahlt. Sehr, sehr geil. Worum geht es? Was können wir erwarten? Und natürlich, was ist der Hintergrund? Dazu komme ich sofort. Erstmal, Love Story im Polizeihauptquartier ist natürlich etwas, was uns allen etwas sagen sollte, denn es ist ein wiederkehrendes Format zur Kanon-Story von Detektiv Conan. Hier geht es also um Pärchenbildung in der Polizei. So einfach gesagt ist es halt aber auch. Wir haben natürlich immer krasse Fälle von Entführung, von Mord. Meistens sind es Serienkiller, aber natürlich immer mit verschiedensten Anbandelungen zwischen Polizisten, aber natürlich auch mit Spielereien auf zum Beispiel die Vergangenheit. Unter anderem Sato, Takagi, Shiba, Inspektor Shiratori und so weiter und so fort. Am Abend vor der Hochzeit, das ist hier vielleicht etwas Wichtigeres, ist nämlich schon ein direkter Indikator zum Film 25 The Bride of Halloween oder auf Deutsch die Halloween Braut. Denn dieser Film ist quasi die Grundlage und sehr, sehr schön anzuschauen, wenn man sich danach Film 25 anschauen möchte, beziehungsweise um diesen Film einfach besser verstehen zu können. Denn in diesem Film haben wir quasi einen Zusammenschnitt von fast jedem relevanten Fall, der wichtig ist, um halt Film 25 so gut wie es geht verstehen zu können. Damit habe ich auf jeden Fall auch schon die nächste Frage beantwortet, denn im Endeffekt ist dieser Film eine Art Zusammenschnitt. Das heißt, wir kriegen hier viele Fälle, unter anderem der verliebte Kommissar, sehr, sehr relevant. Übrigens, hier geht es zum Beispiel um die Vergangenheit von Sato, wie sie ihren Vater verloren hat, wie es quasi Sato erging und was letzten Endes ihr Weg zur Polizei war. Natürlich halt auch schon mit ein bisschen Takagi, Liebe. Dann natürlich Love Story im Polizeihauptquartier 4. Das ist ebenfalls ein grandioser Fall. Unter anderem sollte hier Sato verheiratet werden mit Shiratori, das heißt Takagi war im Zugzwang. Natürlich gab es hier immer noch krasse Fälle dazu. Das ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig, ja. Dann, das ist der dritte Fall, ist natürlich auch der Lieblingsfall von Gosho Aoyama, eine Stadt als Geisel und für mich definitiv der wichtigste Fall überhaupt, um Film 25 besser verstehen zu können. Stadt als Geisel, wir haben den Serienbomber, der unter anderem für die Tode von Kenji Hagiwara, Jinpei Matsuda zuständig gewesen ist. Der Bomber von Tokio, unter anderem hat er dementsprechend zwei Leute von WPS, der White Police Story, getötet. Dementsprechend auch zwei Freunde, Leute von Amuro, zwei wunderbare Absolventen der Polizeiakademie und natürlich auch Jinpei Matsuda, der so gesagt, ja, Miwako Satos erste Liebe war, obwohl sie quasi nur eine Woche miteinander hatten. Wie gesagt, der Lieblingsfall vom Mangaka Gosho Aoyama. Dann natürlich noch der vierte Fall mit Love Story im Polizeihauptquartier. Hier geht es weiter mit der unglaublich schönen Liebesgeschichte von Sato und Takagi. Das Ganze wird dann weiter vollendet mit dem nächsten Fall, Fall Nummer 5, nämlich eine alte Narbe und die Seele eines Polizisten. Und zu guter Letzt Fall Nummer 6, auch extrem wichtig, denn hier wird Takagi im wahrsten Sinne des Wortes entführt. Wir kriegen viele Anspielungen auf, zum Beispiel das dritte Mitglied der WPS, unter anderem Wataru Date, seine Beziehung zu Wataru Date, dem Polizisten, warum hat Takagi sein Notizbuch immer dabei, der Entführung von Takagi, wo Sato jetzt mal richtig Angst um ihn bekommt, mit krassen Bomben, krassen Fall, die Zeit rennt weg und da sehen wir auf jeden Fall, dass Sato Takagi wirklich über alles liebt. All das seht ihr in diesem Film ein bisschen neu aufgesetzt. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine wunderbare Bildqualität. Es ist sehr, sehr schön und es wirkt sehr, sehr homogen, sehr, sehr flüssig. Das heißt, es wirkt wirklich wie ein Film und nicht wie einfach Fälle, die einfach aneinander geschnitten sind. Ja, also es ist natürlich ein komplett eigenes Erlebnis. Wozu ist jetzt dieser Film natürlich gut? Das macht Detektiv Conan seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat.
Aber das ist, glaube ich, so seit Film 24. Ja, so Film 24, The Scarlet Bullet, ist in Japan erschienen, kurz bevor dieser Film erschienen ist. Haben wir quasi einen Monat davor auch so einen Film gehabt, der quasi mehrere wichtige Fälle, um den darauffolgenden Film besser verstehen zu können. Unter anderem, was hier ist, The Scarlet Alibi. Mit Film 25 haben wir das ja hier quasi mit Last Story Polizei, Hauptquartier am Abend vor der Hochzeit, ja. Sato Takagi heiraten ja auch, vermutlich auf... ja, beziehungsweise im Film 25 sind definitiv auf einer Hochzeit, das ist deshalb sehr, sehr wichtig, um zu verstehen. Und unter anderem jetzt natürlich bei dem neuesten Film, den wir am 31. Oktober 2023 sehen werden, nämlich, ja, The Black Iron Submarine. Da gibt es auch eine wunderbare Zwischengeschichte, nämlich The Story of Ai Haibara, unter anderem nochmal Mystery Train und so weiter und so fort. Das wird voraussichtlich aber wahrscheinlich auch nochmal in Deutschland rauskommen bzw. erscheinen. Also im Endeffekt lohnt sich das. Es sind quasi Filme, die den eigentlichen Detective Conan Film vorbereiten sollen. Damit ist man quasi on top, weil ich kriege auch oft die Frage, was muss ich denn geguckt haben, um den darauffolgenden Kinofilm verstehen zu können. Und mit Hilfe von diesem Film ist es natürlich ein einfaches zu sagen, ja, guck dir den Film an und du bist eigentlich im Bilde von dem, was da passiert. Das ist definitiv eine klare Empfehlung, wie gesagt, nicht vergessen, diesen Freitag am 25. 20.15 Uhr auf ProSieben Max. Für die Leute, die es verpassen, das Ganze wird dann auch nochmal in der Mediathek gespeichert. Ich glaube, ihr könnt es dann bis zu 2 Wochen oder so nochmal abrufen, ja. Und für die Leute, die es quasi verpassen, um 1.20 Uhr kommt dann quasi nochmal eine Wiederholung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Ist beides kostenlos. Und die Frage der Fragen, ja, lohnt sich dieser Film? Kann ich auf jeden Fall sagen, ja, es lohnt sich. Und wie ich bereits auch schon erwähnt habe, es ist ein unglaublich krasser Film. Viele Leute würden das jetzt als Special bezeichnen oder als, weiß ich nicht, als OVA. Aber eigentlich ist es wirklich eine wunderbare Zusammenfassung als eigenständiger Film, ja. Also, wenn ihr euch diese Fälle mal einzeln anguckt und euch dann diesen Film anguckt, habt ihr quasi fast denselben Inhalt. Das Ganze ist aber erstens komplett neu gemacht. Wie gesagt, es ist einfach ein viel schöneres visuelles Bild, was dort gezeigt wird. Es ist einfach eine Geschichte, die viel spielender ist und es ist natürlich auch zeitsparend. Würde man sich jetzt diese ganzen Fälle angucken, da hätte man da so 12 bis 14 Episoden, ja, was dann ungefähr 12, 14 mal 20 Minuten sind. Da spart ihr auch natürlich auch Zeit. Es ist also sehr, sehr flexibel. Es hat nur Vorteile meiner Meinung nach. Und im großen Überblick kriegt ihr wirklich die wesentlichen Informationen mit. Es ist eigentlich eine sehr, sehr gute spielerische Filmzusammenfassung von dem, was ihr wirklich wissen müsst. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaito Akai.